Willkommen zurück zu Let's Play Enigmatis 3. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt hier unsere Aufgaben. Finde die fehlenden Portalteile, finde die Lage der Baracke heraus. Genau. Wir hatten ja ein Portalteil. Wir hatten ja... Oh, jetzt muss ich wieder gucken, was habe ich jetzt eigentlich getan? Jetzt habe ich gerade... Jetzt hatte ich hier eine Aufnahmepause gemacht. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie es weitergeht. Das ist immer geil. Au, oh, das ist heiß. Ich habe mir doch die Handschuhe. Jetzt haben wir hier die Glühbirne. Genau. Mit der Glühbirne gehen wir hier hinten rein. Da fehlt uns hier nämlich die Glühbirne. Ich muss hier das noch rot anmalen. Okay. Aber erstmal haben wir hier ein Wimmelbild. Okay, Vergrößerungslinse, Belichtungsmesser. Vergrößerungslinse, Belichtungsmesser. Was ist das hier? Eispickel, Eiszapfen. Eiszapfen haben wir hier. Und Fernglas, Mail. Okay. Das sind jede Menge Linsen. Eine Seite fehlt. Die Seite ist doch hier. Einige Seiten, okay, es sind mehrere Seiten, die da fehlen, um die Gitarre fertigzustellen. 6 Seiten hat die Gitarre insgesamt, also fehlen jetzt noch 3. Sieht das richtig? Oh. Ah, Kamerablende. Fotopapier, MP3-Player. Was für ein Chaos hier, das darf ja nicht wahr sein. Was war das? Eispickel. Okay. Oh, Birne. Für Blitzlicht. Okay, tauschen wir sie aus. Da haben wir das. Keine Batterien. Oh. Keine Batterien. Okay. Es fehlen die Batterien. Dann nehmen wir doch die hier. Packen sie rein. Und dann haben wir das Blitzlicht. Gut. Es fehlen hier immer noch ein paar Seiten. How to find the Seiten. Kann man hier aufmachen? Nein. Thermoskanne raus. Auch nicht. Okay. Was? Jetzt habe ich immer zu viel geklickt. Ah, das war das Seite. Ist das hier noch eine Seite? Sehe ich das richtig? Jawohl. Okay. So. Fernglas, Mail, USB-Stick. Fernglas, Mail, USB-Stick. Und Fernglas ist ja relativ... Das sind alles Stative, aber keine Ferngläser. Das ist auch kein Fernglas. Kopfhörer. USB-Stick, Belichtungsmesser. Was ist denn ein... Wie sieht denn ein Belichtungsmesser aus? Das Ding da? Nein. Und jede Menge Seiten fehlen uns auch noch. Ah, da ist noch eine Seite. Boing. Die Gitarre ist weg. Yay. Okay. Fernglas, Mail. Was ist denn Mail? Ist das aber das Symbol für eine E-Mail? Oder wie soll ich das verstehen? Okay, jetzt mal überlegen. Belichtungsmesser, MP3-Player, USB-Stick. Oh, Fotopapier. Gut. Mail. Ah, Briefe. USB-Stick. Hi. So, kommen wir voran. Okay. Fernglas, MP3-Player, der ist da. Belichtungsmesser. Wie sieht denn ein Belichtungsmesser aus? Das ist doch... Ich habe doch keine Ahnung, wie das Ding aussieht. Ist es das hier? Das ist es nicht. Ah, ja, ich habe wieder zu viel drauf geklickt. Ein Belichtungsmesser. Ein Fernglas. Die beiden Dinger fehlen noch. Das ist ein Stativ, das ist ein Stativ. Alles Stativ. Das ist Fernglas. So, jetzt fehlt der Belichtungsmesser. Da war er doch. Okay. Und wir kriegen eine Linse zum Vergrößern. Gut. Jetzt müssen wir noch. Hier waren noch Farben zum Reintunken. Machen wir uns nochmal Rotlicht. So, eine rote Birne. Gehen wir hier rein. Gehen wir hier rein und bringen die rote Birne an. So, die Linse, die ist hinüber. Die kommt dahin. Okay, wir haben eine rote Birne. Wir haben das Ding. Wir müssen die... Ah, wir müssen die noch erhitzen. Okay. Wir müssen erst noch die Sachen hier erhitzen.
Ich muss prüfen. Ah, mit dem Thermometer, genau. Okay. Das sieht gut aus. Gehen wir hier hin. Wir haben den Film. Wir haben die Chemikalien. Ah, wir haben alles. Entwickle das Foto. Nutze die Anleitung. Okay. Erstmal sollten wir das Ding hier auseinandernehmen. Und den Film auf die Filmrolle packen. So, die Rolle kommt da rein, wird mit der Chemikalie bedeckt, mit der schwarzen. Okay. Dann kommt die weiße Entwicklungsflüssigkeit drauf. Das ist nicht die richtige Flüssigkeit. Ach, die hier. Okay, abspülen. Tickety, 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 tickety. Okay. So. Dann Linse, Papier und Kohle. Erstmal brauche ich das Papier. Das Ding. Okay. Mit der die Flüssigkeiten hier rein. So. Und dann mit der Pinzette erst durch das Weiße, dann durch das Dunkle. Okay. Pinzette. Fixierung. Bild. Okay. It must be buried under the snow. Aha. At least I know where to dig now. Okay, da ist die Baracke. Under the snow. At least I know where to dig now. Good. There it is. Also da hinten. Okay. Ich kann den Schnee nicht mit der Hand wegschaufeln. Heißt, wir brauchen irgendeine Schaufel. Schaufel, da haben wir so. Ah, hier haben wir jetzt eine Stange für unsere Schaufel. Richtig. So. Dann graben. Oh, toter Mensch. Hi. Wir klauen mal den toten Menschen. Eine Karte. Noch ein unschuldiges Leben, das wegen ihm gestohlen wurde. Aber ich werde es bald beenden. Das verspreche ich. Ja, hoffentlich. Okay, was haben wir hier noch? Alles mal zur Seite räumen und dann finden wir das hier. Gesammelte Beweise 16 von 18. Okay. Und das ist noch eine Münze. Neue Schlussfolgerung möglich. Okay. Dann gucken wir doch mal unsere Beweise. Okay. Okay, das ist, glaube ich, gehört zum Zorn Gottes. Ich will das hier mal schnappen und da reinlegen. Ja. Our enemy turned out to be our ally. That's quite comforting, considering what it is capable of. But why would he attack us? We're not Reapers. There has to be something I'm missing. With the beast on our side, we could have the advantage. But we need to find the Holy Flame to control it. Okay, die geflügelte Bestie, jawohl. Das können wir hier noch nicht mit reinlegen. Okay, also hier fehlt uns noch Infos. Gut, jetzt gucken wir mal, was haben wir hier? Oh, es ist zerbrochen. Oh nein, okay, aber das können wir doch reinlegen, oder? Okay, jetzt funktioniert es wieder. Jetzt ziehen wir noch mal das Kärtchen da durch. Tür auf. Gut. Hier ist sonst nichts mehr. Nein. Oder? Habe ich was verpasst? Nein. Gut, rein in die Baracke. Licht wäre schön. Haben wir gerade nicht. Was haben wir hier? Ein Ring. Jake. Ich weiß, dass es barbarisch klingen mag, aber der Professor hat recht. Es ist der beste Weg, um das Portal zu öffnen. Wir müssen die originalen Teile einschmelzen, ein neues Teil daraus formen. Es wird pulverisierter Jade färben nach dem Muster, das wir entdeckt haben. Okay, sie haben versucht, es nachzubilden.
Das Farbmuster ist unvollständig, aber du wirst das Problem lösen. Denk daran, dass die Felder der gleichen Farbe nicht berühren dürfen. Der Rest der Portalteile liegt noch auf dem Untersuchungstisch. Okay. Gut, da sind die Farben. Licht, hi. Gut. Ja. Zurück und dann sehen wir hier lustige Dinge. Der Plattenrand ist scharf. Ich werde bewegt, wenn ich versuche, den Brenner mit den Fingern zu berühren. Okay. Portalteil. Was haben wir hier? Ein Hammer. Damit können wir doch sicher das Schloss hier aufbrechen, oder? Nein, doch nicht. Da gibt es Wasser. Merken. Lege alle wertvollen Sendungen in die Transportboxen. Okay. Gut, was haben wir sonst noch hier? Trockener Gips, eine Wasserflasche. Aha, Wasser, dann... Ah, zum Abgießen, klar. Okay. In die Glasfigur ist ein Edelstein gebettet. Wie ist er da hingekommen? Ist das Jade? Okay, dann hauen wir da mal drauf. But I had to do it. Ja. The stakes are too high. Definitiv. Das können wir nicht rauskloppen. Jetzt können wir uns mal ein bisschen Wasser holen hier, oder? Gut, wir haben Wasser. Kann ich damit das Ding auflösen hier? Wenn ich jetzt den da reindrücke. Und dann muss ich das Zeug da reingießen. Okay. Diese Steinschüssel muss hunderte von Jahren alt sein. Und hier haben wir unsere Transportbox. Mit dem ganzen Zeug. Goldschmiedewerkzeuge. Eieiei. Was sind das hier für Buchstaben? A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P. Hunderte von Jahren alt. Okay, klopp. Nein. Okay. Dann gucken wir uns mal ein Zwiebelbildspiel. Oh Gott. Oh Gott. Die Kabel brauchen eine neue Isolierung. Was? Okay. Schnalle, Kamm, Perlen, Tuch, Rabe, Sieb. Sieb. Ein. Was? Vogelfigur? Was? Okay. Die Figur ist unvollständig. Ja, das sieht man gar nicht. Okay. Das ist ein Teil davon anscheinend. Gebetsrolle, Griff mit Edelstein. Das ist. Okay, Rest der Gebetsrolle. Das ist doch die Schnalle. Jawohl. Kamm, Perlen, Ohrringe. Ne. Das waren Perlen. Rostiges Glück. Portalteile. Ah. So sehen also die Portalteile aus. Gut zu wissen. Jetzt habe ich eigentlich das, was ich brauche. Was ich. Was muss ich hier sauber machen? Ohrringe, Vogelfigur, Gebetsrolle. Staubig. Ich muss es säubern. Okay, das war jetzt hier. Ich muss es vergrößern. Dann haben wir irgendwo. Mond. Mond. Wo ist hier noch ein Mond? Can someone show me the moon? Ich muss mich konzentrieren. Wo ist hier noch ein Mond? Jinne, Sipa, ich sehe keine Monde mehr. Monde sehen ist sehr schwer. Okay, das waren die Monde. Okay, was ich mit dem Ding sollte hier, weiß ich immer noch nicht. Ohrringe. Rab. Ein Tuch wäre doch das hier. Nein. Was kann ich hier? Was? Ohrring Nummer 1. Es fehlt noch der Griff der Gebetsrolle. Fehlt nur noch die Gebetsrolle selbst, oder wie? Es fehlt noch die Gebetsrolle selbst. Alter. Mann. Okay. Ein Kamm. Was? Ist das keine Gebetsrolle? Isolierung.
Oh, hi. Ohrringe. Ja, zu viel geklickt, ich weiß. Okay, die Vogelfigur. Wo haben wir denn hier mal ein Stückchen Vogel? Ah, die Gebetsrolle selbst. Hi. Deckel drauf. Okay, Gebetsrolle. Vogelfigur und ein rostiges Stück. Was ist denn bitte ein rostiges Stück? Hier ist alles rostig. Ah, da ist der Kopf vom Vögelchen. So sieht doch das rostige, nee, rostige Glück. Wie sieht denn rostiges Glück aus? Rostiges Glück? Heißt, das ist ein Kleeblatt oder sowas in Rostform oder wie? Muss mich konzentrieren. Rostiges Glück. Was bringt denn Glück? Was ist rostig? Rostiges Glück. Ja, ich weiß, rumprobieren soll ich nicht, aber ich kann gerade nicht anders. Rostiges Glück. Das kann ja eigentlich nur ein verrostetes Kleeblatt oder sowas in der Art sein. Also das ist ja irgendwie... Wäre das für mich die logische rostiges Glück? Wie kann Glück rostig sein? Ja, ich weiß. Ich soll hier nicht rumklicken, wie blöd. Ich mach's trotzdem. Mann. Rostiges Glück. Ein Talisman oder was? Das ist es nicht. Ja, komm. Sieh zu. Rostiges Glück. Scherben bringen Glück, yay. Hier unten irgendwas. Ah, da. Da ist das Hufeisen. Das ist es. Ja, jetzt komm, beruhig dich. Dankeschön. Haha. Hahaha. Ein Tuch. Nein, jetzt fehlt ein Tuch. Tuch. Ein Tuch. Das Ding. Das Ding. Was ist denn jetzt ein Tuch? Hä? Tuch. Ein Tuch. Tuch. Och, ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Ein Tuch. Was ist denn bitte. Was für ein Tuch fehlt hier denn noch? Das kann hier kein alles ein Tuch. Das war ein Tuch. Hä? Portalteile. Hä? 3 von 4. Oh. Da, so, jetzt haben wir die letzte. Ja, da ist er noch. Okay. Okay. Die Portalteile. Uns fehlen noch die Pfeile. Sehe ich das richtig? Wir haben das. Wir haben. Warte mal. So. Ich brauche hier ein Gussteil, keine Fragmente. Okay. Okay, jetzt muss ich erstmal die Portalteile irgendwie erhitzen. Wie mache ich das denn? Ach, hier mit dem Brenner. So. Kann ich den jetzt hier hinstellen? Okay. Worin erhitzt sich der Schrott denn? Okay, erstmal brennen wir das Ding hier auf, klar. Was ist das hier? Rote Jade. Hä? Finde alle Blumen. Was? Oh, da war eine Blume. Hallo Blume. Okay, guck mal da. So. Und dann. So. Das da reingießen. Mal kurz warten, abschrecken wahrscheinlich. Jawohl, ja. Haha, so. Dann packen wir das hier hin. Bongs. Okay.
Ach Gott. Oh, um Gottes Willen. Jetzt muss ich hier lustig drehen. So. Und so. Krieg den blauen Jadestein. Der kommt auch hier hin. Bereite das Jadepulver mit entsprechenden Farben vor. Okay. Yep. Ein Aschenbecher. Ich würde jetzt gerne hier. Ich kann die Schüssel mit Jadepulver füllen, okay. Ich kann das Jadepulver zusammenmischen. Ah! Festhalten lassen, okay. Und dann. Okay. Festhalten. So. Jetzt glaube ich aber, muss ich erstmal eine kleine Pause machen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Enigmatis 3. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.